dann darf ich Sie in dieser Runde recht, recht herzlich begrüßen. Das heutige Heimspiel im Neustrelitzer Parkstadion. Ja, mit großer Brisanz. Endstand 5:0 für die TSG. Wir wollen das Ganze natürlich an dieser Stelle vertiefen und denken, dass unsere Gäste beginnen mit der Analyse des Spiels. Und bitte, Michael Hiemisch. Ja, im Grunde war die Ausgangssituation so, dass uns klar war, dass Neustrelitz hier als Favorit ins Rennen gehen wird. Trotzdem haben wir uns vorgenommen, uns dagegen zu wehren, unsere eigenen Aktionen nach vorne immer wieder punktuell zu setzen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit ist uns ganz gut gelungen, intensiv gegen den Ball zu arbeiten, die Fehler von also Neustrelitz im Spielaufbau zu Fehlern zu zwingen, sodass wir sie weitestgehend vom Tor weghalten konnten. Man hat aber schon gemerkt, dass die Wieselflinken, die Spitzen und Jovanovic und Lopez und wie sie alle heißen, dort immer wieder für Gefahr gesorgt haben, beziehungsweise dann auch die wenigen Aktionen, die sie dann zum Tor kreiert haben, dann auch wirklich zum Tor zu Ende gebracht haben. Und unsere Aktionen, diese ein, zwei Aktionen, die wir da hatten, wir sind zurzeit darauf angewiesen, dass die eben sitzen, dass die für eine gewisse Gefahr sorgen. Grundsätzlich war dort schon so eine Spannung im Spiel, dass er sagt, wer dort jetzt dem dort ein Tor gelingt, der wird mit einer entsprechenden Motivation aus den Kabinen kommen. Das ist dann letzten Endes der TSG gelungen. Nach der Halbzeit, dann das zweite Tor war für uns das Genickbruch. Wir konnten es dann die Flut nicht mehr aufhalten. Man hat in der einen oder anderen Situation, das muss man auch ganz klar und sagen, den Klassenunterschied der einzelnen Spieler gesehen. Uns sind viele technische Fehler unterlaufen, die dann im Umkehrspiel die schnellen Spitzen sofort auch genutzt haben, dort nichts anbrennen lassen haben. Und da kann ich meinen Trainerkollegen nur beneiden um diese Spieler. Das können wir zurzeit nicht leisten bei uns. Wir arbeiten da auf einer anderen Ebene. Und ja, ich muss jetzt irgendwo den Jungs auch wieder ein bisschen Zuversicht geben. Letzten Endes haben wir hier ein Fußballspiel verloren, keinen Krieg. Wird die Situation schon richtig schwer, also das haben wir auch erkannt, wir winden uns da auch nicht heraus, also es wird eine enge Kiste dort. Wir müssen sehen, dass wir dann gegen die Mannschaften, wo wir uns hoffen, auf Augenhöhe zu sein, dort dann auch die Punches setzen, sage ich mal, und darauf müssen wir uns konzentrieren und ja, müssen heute leider der TSG, auch wenn wir es nicht vorhalten, wirklich gratulieren und wahrscheinlich gerade ja eine schöne Geburtstagsfeier noch hinten anhängen. Brauchen wir wieder mal liebe, gute Gäste. Herzlichen Dank, Michael Hiemisch. Ja, das Ganze jetzt aus Sicht der TSG durch unseren Trainer Thomas Bredaric. Bitte schön. Ja, Michael, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Einerseits hast du vollkommen recht, dass das Resultat von 5:0 für uns spricht. Nur, dass es harte Arbeit ist. Und hart erarbeitete Arbeit ist, ja, das sieht man natürlich nicht unbedingt. Ja, wenn ihr sehen würdet, wie wir jeden Tag hart an unseren Defiziten arbeiten und wir uns von Tag zu Tag steigern, wie wir uns weiterentwickeln, dann macht es Spaß, den Jungs zuzuschauen. Letzten Endes bleibt natürlich die Arbeit am Trainerteam und bin unheimlich glücklich, dass wir 5 Tore schießen konnten, dass der Knoten bei dem einen geplatzt ist. Die schon ja, besagten Probleme, die wir im Grunde genommen ja, im letzten Jahr hatten bei der TSG, die haben dann schön mal ruhig gestellt. Und ich kann mich immer nur wiederholen, uns wird nichts hergeschenkt. Wir haben unheimlich noch viel aufzuarbeiten. Ich habe noch unheimlich viele Defizite gesehen in unserem Spiel. Der eine andere weiß vielleicht schon, wie ich ticke. Ich bin ein kleiner Perfektionist. Und wir sind auf einem richtig guten Weg. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir 3 Punkte eingefahren haben, mehr aber auch nicht. Dankeschön. Bravo! Ja, vielen Dank, Thomas Bredaric. Und jetzt vielleicht noch zur Intensivierung die eine oder andere Frage von Seiten der Presse. Herr Schmidt, bitte. Ja, eine Frage an Bredaric. Und zwar, Sie haben eben schon die 5 Tore angesprochen, aber freuen Sie. Wollen Sie jetzt im 4. Saisonspiel, dass hinten auch die 0 in Deckung stand? Ja. Definitiv. Ja, wir arbeiten ja auch beim Training unheimlich stark gegen den Ball, versuchen den Gegner weg vom Tor zu halten. Manchmal kann man das ja nicht 100% erfüllen, aber das ist auch ein Ziel, ja, was wir
uns vorstellen, dass wir natürlich zu Null spielen, vorne Tore schießen. Das ist natürlich ein Traum jedes Trainers oder jeder Mannschaft, viele Tore vorne zu schießen. Das ist natürlich ein Wunschdenken. Heute ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Aber wie gesagt, der ist uns nicht entgegengeflogen gekommen, sondern wir mussten auch in der ersten Halbzeit richtig dagegen arbeiten. Blauen hat uns das Leben am Anfang auch nicht einfach gemacht. Solange die Kraft da war und die Defizite in der Individualtechnik nicht da waren, haben sie uns das Leben auch schwer gemacht. Wir haben uns aber dementsprechend gut aus gewissen Szenen setzen können. Ja, und Abschlussaktionen, die verlange ich halt von meinen Spielern. Und von daher geht, denke ich mal, das Resultat in Ordnung. Ja, vielen Dank. Nochmal weitere Fragen. Gut, dann soll es das aus dieser Runde gewesen sein. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Sonntag und dann gestern natürlich auch eine angenehme Einfahrt. Lang genug wird sie sein und dann denke ich, sehen wir uns zum nächsten Heimspiel hier in Neustrelitz. Ansonsten, wer mag, fährt auch mit nach Nordhausen. Euch allen schönen Sonntag und bis demnächst. Tschüss.